Sie haben heute ein Gespräch mit Landwirten geführt, die die Sendungen des NDR teilweise massiv kritisieren. Was sagen Sie zu dem Ergebnis des Gesprächs? Ich fand das ein gutes Gespräch. Ich fand, dass das ein Gespräch war, wo beide Seiten hinterher den Eindruck hatten, sie haben deutlich besser verstanden, wie jeweils die andere Seite denkt. Das ist die Grundlage jeden Dialogs und das ist bei diesem Gespräch sehr gut geglückt. Wir haben jetzt in einer Angelegenheit auch noch mal deutlich gemacht, dass Fehler passiert sind in einer Berichterstattung. Aber wir haben umgekehrt auch viel davon gehört, dass die Berichterstattung des NDR gut funktioniert. Und so sind wir, glaube ich, mit einem wirklich guten Ergebnis aus dieser Geschichte rausgegangen. Wenn dann eine Berichterstattung schief läuft, so wie wir es jetzt erlebt haben, dann muss es auch entsprechend korrigiert werden. Und das muss man fordern, das ist jetzt auch passiert. Und ich denke auch, dass auch bei den Journalisten das doch ein, ich sag mal, heilsamer Vorfall jetzt gewesen ist. Also das war kein Ruhmesblatt, das haben sie eingesehen, sie haben sich entschuldigt und ich denke auch, dass man da in Zukunft auch vorsichtiger agieren wird. Deshalb habe ich auch die Hoffnung, dass die Brille, die sie sicherlich manchmal auch haben, eine gewisse Voreingenommenheit, die sie gegenüber den Landwirten haben, die wir natürlich auch gegenüber den Journalisten haben, so ehrlich muss man ja auch sein, dass die ein Stück weit abgenommen wird. Das hoffe ich. Die Kritik, dass man, wenn man gewisse Berichte guckt, sozusagen eine neue Brille aufgesetzt bekommt, wie gehen Sie damit um? Wie wollen Sie sicherstellen, dass das nicht passiert? Ich glaube, es geht bei uns in der Hauptsache darum, dass wir sorgfältig recherchieren, dass wir alle Seiten hören. Und das ist in der ganz überwiegenden Vielzahl der Berichterstattung ist es auch so. Im Einzelfall, und dem müssen wir uns dann auch immer stellen, kann auch was schief gehen. Und darüber haben wir heute auch diskutiert. Und dann wird es abgestellt. Das ist die Fehlerkultur, die wir hier im NDR haben wollen. Ist diese Fehlerkultur neu? Die ist nicht neu, aber wir können immer noch mehr an der Stelle tun. Und wir wünschen uns auch umgekehrt, und das habe ich jetzt auch gemerkt, eine Offenheit, jetzt auch gerade der Landwirte, mit uns zu kooperieren, dass wir Gesprächspartner finden für unsere Berichte und dass wir auch vermeiden, dass so ein Zungenschlag reinkommt. Mensch, die Berichte des NDR sind irgendwie alle irgendwie überkritisch. Ich glaube aber, das konnten wir heute auch wirklich gut ausräumen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man auch gegenseitig Vertrauen entwickelt, dass die Journalisten zu uns ein Vertrauen entwickeln, wir auf der anderen Seite auch zu den Journalisten, dass man versucht, noch mehr Objektivität auch in die Berichterstattung zu bringen. Und wir wünschen uns natürlich auch, dass die Berichte auch vernünftig eingeordnet werden und dass wir von diesem Schwarz-Weiß-Denken und von dieser Schwarz-Weiß-Darstellung wegkommen. Ansonsten will von uns keiner den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen. Wir sind alle daran interessiert, dass der bleibt und dass der besser wird. Es wurde auch kritisiert, dass die Fachkompetenz nicht da ist. Was tun Sie da? Wir haben hier ein großes Augenmerk seit geraumer Zeit darauf gelegt, weil wir wissen, dass Landwirtschaft ein Feld ist, wo sich Leute einfach wirklich extrem gut auskennen. Und dem haben wir Rechnung getragen und haben hier auch eine Kollegin, die auch bei Ihnen bekannt ist, wo man wirklich sagt, Mensch, die ist absolut sattelfest. Deswegen eine Berichterstattung über Landwirtschaft, die muss sich immer auf Fachkenntnis gründen. Was sind Ihre Aspekte in Bezug auf Berichterstattung? Woran orientieren Sie sich? So die groben Maßstäbe. Die Maßstäbe für Berichterstattung ist, dass sie stimmen muss, dass alle Fakten, die wir veröffentlichen, überprüft sind, dass wir sie mit gutem Gewissen in den Raum stellen können, dass, wenn wir zum Beispiel in einzelnen Berichten Vorwürfe erheben, dass die Gegenseite gehört wird, dass genau das stärkste Argument der Gegenseite genannt wird und nicht irgendein Randargument. Das sind unsere Standards, die wir einhalten. Hier sind zum Teil ja auch schon Konsequenzen gezogen worden. Ich habe das zum ersten Mal überhaupt erlebt, dass sich Redakteure in einer der nachfolgenden Sendungen entschuldigt haben für Sachverhalte, die sie selber verursacht haben. Da konnten wir heute auch deutlich machen, dass diese
Auswirkungen für die Bauernfamilie auch noch nicht vorbei sind. Das ist, glaube ich, auch wichtig gewesen, das mitzunehmen. Nicht nur Landwirte misstrauen ja den Medien inzwischen fast schon generell. Sicherlich ist das übertrieben, aber können Sie das Misstrauen der Landwirte nachvollziehen und entkräften? Ich glaube, dass solche Gespräche, wie wir sie heute geführt haben, dazu dienen und auch den Effekt haben, dass wechselseitiges Misstrauen abgebaut wird. Deswegen glaube ich, ist es nicht richtig, dass irgendwie der NDR Anlass dazu gibt, dass man seiner Berichterstattung generell misstraut. Und umgekehrt, wie gesagt, wünschen wir uns auch von den Landwirten, dass die Offenheit, die wir benötigen, damit wir Bericht erstatten können, dann auch gewährleistet ist. Diese Polarisierung, die wir in der Gesellschaft wahrnehmen, die tut uns allen nicht gut und die tut auch dem NDR nicht gut, uns Bauern natürlich auch nicht.